dich. Mama, ich schicke dir einen Link. Um Gottes Willen, Kind, mach dich doch nicht strafbar. Informationsgabe muss weiterhin straffrei bleiben. Durch die Übersiedlung von ACTA in Ibren ist aber die Weitergabe von Links schon mit bis zu 4 Jahren Haft bedroht. Denn das geht nicht. Freies Wissen, freie Menschen, freie Kultur. Musik. Thank you.
Partei von Jan Funk hier jetzt sprechen können und den vielen allen Organisatoren und Unterstützern dieser Demonstration, die ihr jetzt hören werdet. Und den Anfang wird machen Andreas Krisch vom Verein für Internetbenutzer Österreichs. Ich sage gleich als erstes einmal Gratulation dazu, was ihr in den letzten Wochen gemacht habt. Demonstrationen in ganz Europa, inklusive denen hier in Wien, in Österreich, in allen Städten, wo Demonstrationen waren, die Proteste im Internet, all das hat dazu beigetragen, dass die Europäische Kommission unsere Bedenken nicht länger ignorieren kann. Sie haben sich jetzt entstanden und das ist eine ganz großartige Sache. Erst den ersten Etappensieg errungen. Der EuGH wird ACTA nur gegen die EU-Verträge prüfen, das heißt die Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten. Das heißt, die Prüfung wird nur behandeln, ob ACTA den EU-Verträgen unter den Mitgliedstaaten entspricht, aber nicht, ob ACTA mit sämtlichen EU-Richtlinien und Verordnungen kompatibel ist. Das heißt, die Kritik bleibt aufrecht. Es sind schwammige Formulierungen in ACTA. Es ist ein intransparenter Prozess, der zu ACTA geführt hat. Dieses Abkommen kann so nicht verabschiedet werden. Und das Problem bleibt bestehen. Wir brauchen einen Dialog darüber. Vom Verein für Internetbenutzer Österreichs. Wir wollten uns auch von Konformität und auf Konformität mit allen bestehenden europäischen Recht auch einen Dialog darüber, wie günstig im Internet Kulturschaffende führen den Eisner Überwachung. Und ohne Realitätswärme technische Beschränkungen wie DRM oder ähnliche. In die Rolle der Internetüberwacher, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die am 1. April in Österreich in Kraft treten wird. Und das ist der Kern der Sache. Wir stehen an einer Weltgabelung, an einer Gabelung, wo es darum geht zu entscheiden, wie es künftig um unser Kommunikationsgeheimnis bestellt wird. Ob wir in Zukunft noch anonym und geheim miteinander kommunizieren können oder ob immer ein großer Bruder da ist, der uns dabei zuhört, mit protokolliert und überwacht. Wenn man politisch arbeitet, dann kann man es nicht nur über eine Zivilbevölkerung oder eine Zivilgesellschaft. Wir können das gar nicht alleine machen. Und ihr seid so wichtig, ihr habt keine Ahnung, wie wichtig ihr für die Politik seid. Weil ihr demonstriert nicht nur gegen ACTA, ihr demonstriert für Demokratie. Und das ist wichtig. Befürworter gegen ACTA-Gegner ist jetzt knapp vor der Pause. Die erste Spielhälfte ist fast vorbei. Und heute haben wir das 2-1 geschossen und führen. Die Pause allerdings wird etwas länger dauern. Es ist gut, dass ACTA jetzt geprüft wird vom EuGH. Aber die Kommission hätte das nicht gemacht, würden nicht am 11. Februar europaweit Hunderttausende Menschen demonstriert haben. Wenn sie nicht gewusst hätte, dass heute wieder so viele demonstrieren. Steigen aus ACTA aus, weil offensichtlich irgendjemand etwas verhandelt hat, von dem nicht einmal die Regierungen wussten, was drinnen steht. Als ihr gefragt worden ist, wieso hat unser Land den ACTA unterschrieben, geantwortet, ich habe keine Ahnung, was wir da unterschrieben haben. Von ACTA ist, es steht auch nichts drinnen. Es steht nur kann, soll, möglich drinnen, aber es öffnet Türen, wo wir alle nicht wissen, wohin sie führen. Und wir wollen keine geöffneten Türen, ohne zu wissen, wohin sie führen.
Und wir wollen schon gar nicht, dass nur eine Lobby sagt, welche Tür aufzumachen ist. Und deswegen, wir demonstrieren für Demokratie, weil Demokratie bedeutet, alle sitzen an einem Tisch und verhandeln. Künstler und Künstlerinnen genauso wie unsere Vereine, die heute hier sprechen, wie Datenschützer, wie Konsumentenschützer. Sie alle müssen an diesem Tisch sitzen. Und das digitale Zeitalter hat neue Herausforderungen und die Politik muss sich endlich darum kümmern. Wir demonstrieren weiter, sei es gegen die Vorratsdatenspeicherung, sei es, wenn ACTA zurückkommt, sei es iPads, wenn es denn kommt. Und eines haben wir der Kommission heute auch gesagt. So verhandelt ihr nie wieder, nie mehr. Und gerade wir, Web-Community, wir wissen, was Transparenz heißt. Und deswegen mehr Transparenz, Offenlegung der Verhandlungsakten von ACTA. Wir wollen sie sehen, alle Protokolle, veröffentlichen sie heute noch. Und Transparenz bedeutet auch Offenheit. Offenheit für Systeme, Offenheit für Beteiligung, eine Demokratie, die beteiligen lässt und die alle mitsprechen lässt, die etwas zu sagen haben. Und ihr habt was zu sagen. Und deswegen stehen wir hier. Und ich bin stolz auf euch und verabschiede mich aber auch gleich wieder, weil ich muss jetzt nach Tschechien fahren. Das tschechische Parlament hat mich eingeladen, zu Open Data zu reden, weil dort gibt es auch Parlamentarier, ja, die haben auch Schwierigkeiten, sich durchzusetzen, die andere Politiker klar machen müssen, Transparenz, Offenheit von Daten, die Daten, die Steuerzahlerinnen zahlen, müssen offen für alle zugänglich sein. Das ist wichtig. Das ist Demokratie. Und das mache ich jetzt. Ich wünsche euch noch eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank. Dankeschön. Partei, eine NGO, eine Partei. Also Reißverschlussprinzip. Das heißt, jetzt ist wieder eine NGO dran, und zwar die Initiative für Netzfreiheit. Und von der spricht heute Markus Stoff. Bitte schön. Hallo zusammen. Wir sind heute hier, weil ein Abkommen im Raum steht, das wir alle nicht wollen. ACTA. Was ist ACTA? ACTA ist vor 5 Jahren entstanden als unter anderem die Kopierindustrie. Und ich benutze hier bewusst das Wort Kopierindustrie. Die Politik eingeladen hat, mit ihnen ein internationales Abkommen auszuhandeln. Gemeinsam mit den Vertretern vieler Regierungen sowie der EU-Kommission hat man sich darauf geeinigt, die Verhandlungen im Geheimen durchzuführen. Und das aus gutem Grund, weil die Verhandler von Anfang an wussten, dass dieses Abkommen nicht in unserem Interesse ist. Darin, dass bis heute noch nicht einmal die Parlamente Zugang zu den Verhandlungsakten haben. Und genau hier liegt eines der Hauptprobleme von ACTA. Wie soll man das beschließen, von dem man eigentlich überhaupt nicht weiß, wie und weshalb es zustande gekommen ist? Das alleine ist schon eine Tatsache für sich, das Abkommen abzulehnen. Es gibt aber ein weiteres Problem. Es ist nicht repräsentativ. Es ist nicht repräsentativ, weil es nicht unsere Meinung beinhaltet. Man hat im Gegenteil sogar bewusst darauf geachtet, dass wir möglichst wenig mitbekommen. Man hat versucht, die Verhandlungsorte geheim zu halten. Für unser gemeinsames Zusammenleben aufstehen zu wollen. Ein Grund mehr, ACTA ad acta zu legen.
gesehen. Ein dritter Grund ist, dass der Text extrem vage gehalten ist. Niemand weiß, wie die Nationalparlamente diesen Vertragstext in Gesetze gießen werden. Normalerweise wird versucht, das herauszufinden, indem man die Verhandlungsprotokolle durchliest. Aber bei ACTA, leider sind die geheim. Das bedeutet, unsere Parlamente können gar nicht beschließen, was die Intention hinter dem Abkommen ist. Was sie beschließen, ist nachher Interpretationsspielraum und wird von Gerichten ausgenutzt werden müssen. Eines der wenigen halbwegs konkreten Sachen, die im Abkommen stehen, ist die Providerhaftung. Die Providerhaftung bedeutet im Endeffekt, dass die Internetanbieter in Zukunft dafür verantwortlich sind, was wir im Netz machen. Das bedeutet, dass sie anfangen müssen, aus Selbstschutz uns zu überwachen und die Aufgabe der Gerichte zu übernehmen. Auf Zuruf der Rechteinhaber der Kopierindustrie, hier Nutzer oder Inhalte zu sperren. Wir hatten das Beispiel Kino.to. Wir haben in Frankreich 3 Strikes. Einmal, zweimal, draußen bist du. Und dann können wir vor Gericht ziehen und reklamieren, dass wir zu Unrecht ausgeschlossen wurden. Das ist das Ende des freien Internets, wie wir es kennen. Und das wollen die Internetdiensteanbieter nicht. Und das wollen, wie ihr hier alle zeigt, nicht. Aber ACTA hat doch noch eine positive Seite. ACTA hat eine Diskussion, ACTA hat eine Diskussion darüber losgetreten, wie das Urheberrecht in Zeiten des Internets aussehen kann. Und es hat einen Diskussionsprozess darüber gestartet, wie wir mit den neuen Möglichkeiten der Kommunikation umgehen wollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir klar machen müssen, dass wir keine Vorratsdaten speichern wollen. Aber eines hat ACTA nicht. ACTA hat nicht verstanden, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft im Jahr 2012 sind. Und daher gehört ACTA ad ACTA gelegt. Christian Marin von der Piratenpartei. Ahoi! Also, dass die EU-Kommission das jetzt an den EuGH weitergeleitet hat, das wurde schon erzählt. Ich bin nur immer sehr erstaunt darüber, dass offensichtlich unsere demokratisch gewählten Vertreter nicht darüber wissen, was die drei Mächte in einer Demokratie sind, nämlich die Legislative, die Gesetze erstellt, die Exekutive, die darauf aufpasst, dass sie eingehalten werden, und die Judikative, die darüber entscheidet, ob das dann auch gerecht war. Jetzt fragt die Legislative zuerst einmal die Judikative, ob das, was sie beschlossen hat, auch wirklich in Ordnung ist. In Österreich hat ein bekannter Nachrichtensender, ich zitiere, gefragt, ob man denn überhaupt wisse, wer zuständig ist. Im Außenministerium haben sie gesagt, sie haben nur die Unterzeichnung organisiert. Zuständig ist das Wirtschaftsministerium. Im Wirtschaftsministerium haben sie gesagt, sie haben nur die Verhandlungen geleitet, zuständig ist das Justizministerium. Und wen erstaunt es, auch im Justizministerium hat sich niemand gefunden, der darüber Bescheid wusste. Also wer in Österreich weiß überhaupt, was da unterschrieben worden ist? Noch eins drauf. Setzt der parlamentarische Geschäftsführer der CDU in Deutschland. Der sagt sinngemäß, ich weiß gar nicht, was die Demonstranten alle haben, die Regierungen waren doch eh dabei.
Ein bisschen Achtung für Herr parlamentarische Geschäftsführer. Die Regierungen waren gar nicht dabei. Wissen Sie, wer dabei war? Eine gewisse Frau Maria Prat aus der Generaldirektion des Binnenmarkts der EU-Kommission. Genau jene Frau, die für die Musikindustrie lobbyiert hat, während sie für die EU karenziert war. Jetzt können wir dem ACTA-Abkommen aber auch ein paar positive Dinge abgewinnen. Jeder von euch kennt die Straßenhändler, die DVDs verkaufen, die in Wirklichkeit gar keine DVDs sind. Die Zippo-Feuerzeuge verkaufen, die höchstens 3 Stunden funktionieren. Die irgendwelche Leiberl verkaufen mit so Krokodakeln drauf. Mir selber wurde schon mal ein USB-Stick verkauft, der ausschaut wie aus einem Kaugummi-Automaten. In Amerika werden Hustensäfte verkauft, weil Zulieferer Glycerin fälschen. Und man sagt, alle diese Fälschungen kommen aus dem asiatischen Raum. China heißt es. Also genau jenes Land, in dem die meisten internationalen Konzerne ihre Produkte im Auftrag fertigen lassen und ihnen sozusagen die Vorlagen auch noch frei ausliefern. Aber wer hat den ACTA unterzeichnet? Oder wer soll es unterzeichnen? Die Europäische Union, USA, Kanada, Japan, Schweiz und so weiter. Aber nicht China. Das wäre ja genauso, als ob Österreich einen Vertrag abschließt über die Verwendung von deutscher Amtssprache. Aber nicht vielleicht mit Italien, damit es für Südtirol gilt, sondern mit Deutschland. Und wer hat bei der EU ACTA jetzt wirklich beschlossen? Der Agrar- und Fischereirat. Genau jener Rat, der schon bei den Richtlinien zu den Softwarepatenten in unseren Brennpunkt geraten ist und der so nebenbei bei den Fangquoten vor der afrikanischen Küste bereits bewiesen hat, dass er ausschließlich die Interessen der Industrie vertritt. Aber das ist ja völlig klar, warum es der Fischereirat ist, weil besonders bei Fischen stellen ja Fälschungen, Urheberrechte und Patente ein besonders großes wirtschaftliches Problem dar. So, und was ist mit der Industrie? Was ist mit der Industrie? Was ist mit den Verwertern? Da gibt es von Sony Music, ein bekannteres Plattenlabel, einen Verantwortlichen für die Musik, ein gewisser Herr Berger, der sagt vorige Woche, das Internet ist ein Segen für die Musikindustrie. Oh! Er beklagt aber auch, dass zu viel heruntergeladen wird. Aber wenn das alles so ein Segen ist, warum sind dann die Künstler mit dem Verwertungsmodell unzufrieden? Warum entstehen so Dinge wie die Creative Commons Lizenz? Warum werden alternative Verwertungsgesellschaften versucht zu gründen? Und während sich die Verwertungsgesellschaften noch mit den Computerfirmen streiten, ob Festplatten jetzt zum Speichern von Privatkopien von urheberrechtlich geschütztem Material dienen oder nicht, und ob dafür jetzt eine Urheberrechtsabgabe fällig wird oder nicht, haben wir unsere Tracks und unsere Videos schon längst in der Cloud. Gehen wir eine Reform des Urheberrechts an. Stoppen wir ACTA. Also selbst, und zwar Alexander Sander vom NoPNA, der auch in Vertretung spricht für den unabhängigen EU-Abgeordneten Martin Ehrenhauser. Bitte schön. Ja, danke. Hallo. Also erstmal seid ihr echt viele Leute. Und vor 2 Wochen habt ihr euch schon mal getroffen. Und in den letzten 2 Wochen sind wir Also die Kommission hat uns vor 2 Wochen oder in den letzten 2 Wochen danach hat die Kommission uns vorgeworfen, antidemokratische Motive bei unseren Protesten stecken.
Leute ich auch, die uns die Eisbahn schauen. Aber ich sehe hier keine antidemokratischen Motive. Ich sehe keine antidemokratischen Motive bei der Kommission, die Dokumente daheim hält und uns zur Verfügung stellt. Also wenn jemand antidemokratische Motive vorgeworfen werden kann, dann doch bei der Kommission. Oder wollte sie nur auf die Hände stehen, weil ich habe gebraten. Und mittlerweile, wir haben es jetzt schon mehrmals gehört, hat die Kommission jetzt selbst Akta zum EuGH geschickt. Also das muss man sich mal vorlesen. Also ich meine, ich verhandle irgendwas, sage, es ist super, die Argumente sind klasse, und dann sage ich, ach, ich schicke es doch mal zum EuGH. Also was hier passiert, ist eine Verzögerungstaktik. Wir haben versucht, die Proteste zu erliegen zu bringen, indem wir etwas auf die lange Bank schieben. Aber das wird nicht klappen, wir werden auch in einem Jahr noch nicht. Wir werden auch in zwei Jahren, in drei Jahren, oder wenn es sein muss, auch in 10 Jahren noch nicht. Ja, aber da haben Sie grundsätzlich auch Recht. Und zwar die Grundrechte gelten auch im digitalen Raum. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Datenschutz, das Recht auf Privatsphäre, all das sind Rechte, die auch im digitalen Raum gelten. Und wenn wir uns ACTA anschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich nur die Wünsche der Content-Ministerin erfüllen wollen. Also da werden überhaupt gar keine Nutzerrechte oder sonst irgendwas angesprochen. Also die Wünsche der Grundrechte, also Grundrechte. Und ich denke, dass die gerechtfertigten Bedürfnisse der Nutzer, die gerechtfertigten Grund der Leute aus der Content-Industrie kamen und 6% von Bürgerrechtsgruppen, also von euch, also so behandelt man doch nicht. Und im Grunde, also was wir jetzt merken, wir führen doch eigentlich mittlerweile eher eine Debatte über ein Urheberrecht. Wir brauchen ein Urheberrecht, was nicht verstaubt ist, Recht von einem Datum mal zementiert. Wir brauchen keine. Und die Kommission versucht jetzt auch noch ACTA durch die Hintertür durchzusetzen. Also seid wachsam, Leute. Letzte Woche wurde auch eine Roadmap vorgestellt zur Durchsetzung von geistigem Eigentum und so weiter und so fort. Und da stehen genau dieselben Dinge drin, die in ACTA vorher wieder rausgeschrieben wurden. Also hier wird versucht, privaten Unternehmen Rechtsdurchsetzung zu überlassen. Das widerspricht fundamental unserem Rechtsstaat. Und das führt halt zu Netzsperren. Das führt dazu, dass die Content-Industrie selbst Recht setzt und selbst entscheidet, was Recht und Unrecht ist. Das kann nicht sein. Das haben wir immer noch die Gerichte zu machen. Und was wir brauchen, ist ein Urheberrecht, was Kultur schafft und was den kulturellen Austausch zwischen euch, zwischen den Leuten befördert und nicht verhindert. Das ist, was wir brauchen. Und ich sage euch, wir brauchen einen langen Atem. Das dauert noch ewig, bis wir dieses erkämpft haben. Aber wir brauchen diesen langen Atem. Ich glaube, ihr habt diesen langen Atem. Und ich glaube, wir werden es hier noch oft sehen. Wir werden für ein gutes Urheberrecht kämpfen. Wir werden für Datenschutz kämpfen. Wenn wir weitermachen, glaube ich auch, dass wir die Vorratsdatenspeicherung wieder stoppen können. Wir können das super starten. Wir können das super starten Abkommen verhindern, das jetzt erst abgestimmt wird. Und wir können auch so absurde Sachen wie Bankkontenüberwachung und andere gute Dinge verhindern. Das müssen wir auch sein. Das hat sich in den Protesten verhindert. Kommt wieder auch in den nächsten Jahren. Bleibt dabei. Danke. Würde es verhindern, dass das, was jetzt legal und möglich ist, nämlich dass Entwicklungsländer Generika verwenden, die Ärmsten der Armen zu Medikamenten, zu moderner, zu guter Medizin kommen, das wäre mit ACTA nicht mehr möglich. Menschen nur in Afrika, die AIDS haben oder die HIV-krank sind von Generika abhängig. 6,6 Millionen Menschen, deren Leben auf dem Spiel steht, wenn ACTA kommen würde. Und AIDS ist zwar nicht heilbar, aber mit Pumpen, antiretroviralen Medikamenten kann man gut leben, sein ganzes Leben damit leben und das stünde am Spiel. Und das zweite Themabereich sind landwirtschaftliche Produkte, sind Saatgut, sind Nahrungsmittel. Seit vielen Jahren gehen Lebensmittel, Nahrungsmittelmultis her und lassen Saatgut patentieren. Sie lassen die Knusprigkeit von Weizen patentieren. Basmati-Reis, rote Bohnen.
haben. Das sind alles Lebensmittel, die von Bauern und Bäuerinnen seit Jahrhunderten als Grundnahrungsmittel angepflanzt worden sind, wovon sie leben. Und diese internationalen Konzerne haben nichts anderes im Sinn, als damit Profit zu machen, auf Kosten dieser Menschen Profit zu machen und in Zukunft Patentrechte zu verkaufen und dafür, dass dieses Saatgut, wo die Gensequenzen, die noch patentiert worden sind, in Zukunft, dass wir dafür zahlen müssen. Und wir haben entwicklungspolitisch sehr, sehr hart dafür gekämpft, dass momentan weniger als 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt wohnen. Auch unter 1 Milliarde Menschen ist wichtige Unterstützung, hätten wir da drinnen auch nicht die Power und die Macht und die Möglichkeit, das zu stoppen, auch in Österreich. Ich danke euch dafür und egal wie es kommt, und das haben schon einige Redner vor mir gesagt, jetzt kommt ACTA mit der Verteilung ACTA. Spätestens kommen als Mitbürger, wenn es sonst mit einer Ahnung Geld zu machen. Und in der Tat, in der UN-Menschenrechtserklärung, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in der Europäischen Grundrechtscharta, überall ist das Recht auf Eigentum ein Grundrecht. Auch das Recht auf Eigentum von Wissen. Aber überall in diesen Konventionen ist auch klar, dass es Ausnahmen gibt und dass in Eigentum. Wir müssen kämpfen, sowas wie ein Global Public Knowledge für Eigentum von Wissen, das uns alle betrifft, das uns alle leben lässt, das für uns Lebensgrundlage ist. Und ich danke euch sehr, sehr herzlich für diese tolle Kundgebung, für diese tolle Unterstützung. Und bitte bleibt weiter dran, wir haben den Kampf noch lange nicht gewonnen. Danke sehr. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, eins haben die Proteste gegen ACTA schon gezeigt. Wenn wir viele sind, können wir auch viel erreichen, ohne dass wir viel Geld haben, wie die Millionäre und die Lobbys, die dieses ACTA-Abkommen gemacht haben. Und deshalb hat die Debatte rund um ACTA für mich auch einen positiven Aspekt. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Jugendliche in ganz Europa wurden politisiert und haben sich zusammengeschlossen, haben sich organisiert und sind für ihre Interessen auf die Straße gegangen. Jene Generation, die mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit überfüllten Schulklassen unter aussehen oder mit mangelnden Lehrstellen konfrontiert ist. Und wir fragen uns doch alle, in welcher Welt leben wir eigentlich, wenn es kriminell ist, einen Beteil downzulohnen, es aber auf der anderen Seite legal ist, wegen dem Urheberrechtsschutz kostengünstige Medikamente zu verhindern und damit den Tod tausender Menschen in armen Ländern in Kauf zu nehmen, Datenschutz zu beseitigen. Oder in welcher Welt leben wir, wenn es kriminell ist, wichtige Forschungsergebnisse weiterzugeben, es aber legal ist, die Kampflöhne hunderttausende junge Menschen auszubeuten? Aber eines ist sicher, wir vergessen nicht heute, nicht morgen. Jugendliche und Internetnutzer auf die Straße gegangen, weil wir ein Anliegen haben. Stopp ACTA! Sondern von uns allen, von den Internetnutzern, von vielen verschiedenen NGOs. Und wir werden sehen, wer dieses Jahr Big Brother bekommen wird. Wir haben eine der Einladungen zu dieser Demonstration, stammt auch aus dem Internet, sitzen noch einmal genau, was wir wollen. Stoppt ACTA! Stoppt ACTA! Stoppt ACTA! Stoppt ACTA! Stoppt ACTA! So. Einen Moment noch, bevor wir das einspielen, lass mich auch noch mal ganz 60.000 Marke knacken.
60.000 Menschen für ein netzpolitisches Thema. Ich glaube, sowas hätte sich niemand gedacht, auch wir nicht. Aber wir werden das reintragen in dieses Parlament. Mitte März sind wir dort im Petitionsausschuss. Und dann, wenn wir ernst genommen werden oder auch nicht, hören wir nicht auf. Es wird auch eine Verfassungsbeschwerde geben gegen die Vorratsdatenspeicherung, die wir als Arbeitskreis machen werden. Und es wird auch eine Demonstration geben. Wie ihr vielleicht wisst, ab 1. April 2012 tritt die Vorratsdatenspeicherung in Österreich in Kraft. Sprich, wir können das nicht mehr verhindern, es wird so sein, aber am Tag davor, am 31. März, werden wir wieder demonstrieren. Details habe ich jetzt noch nicht, aber schaut auf akvorrat.at, dort wird sich alles finden. Und wir werden danach noch weiter Party machen, die Piraten feiern mit uns, und zwar drüben im Sigmund-Freud-Park, neben der Uni. Also nicht abhauen, vor allem nicht abhauen, weil es gibt hier noch dieses MP3-File da auf diesem Rechner, das von ein paar Bekannten mit Masken gesendet wurde, und ich glaube, wir wollen alle hören, was die zu sagen haben. Greetings, citizens of the United. We are not. Wir beobachten seit längerem mit Sorge den Trend der Regierungen auf aller Welt, sich ihrer Ziele von einschlägigen Interessensvertretungen und Lobbyisten vorschreiben zu lassen. Diese Haltung von gewählten Vertretern und Vertreterinnen des Volkes ist nach unserem Demokratieverständnis nicht nur unethisch, sondern schlichtweg untragbar. Da unsere Politiker weder in der Lage noch dazu gewillt sind, die möglichen Konsequenzen von ACTA zu begreifen, werden wir sie ihnen einmal mehr vor Augen führen. ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ist als international geltender Rechtsstandard angedacht, der den Schutz von geistigem Eigentum sicherstellen und die Interessen der Rechteinhaber und User ins Gleichgewicht bringen soll. Von Gleichgewicht sehen wir nichts. Durch sogar für Juristen unklare Formulierungen, insbesondere Artikel 11 und 27, könnten Provider dazu gezwungen werden, das Nutzungsverhalten ihrer Kunden zu überwachen und, nach dem in Frankreich eingeführten Free Strikes-Prinzip, den Internetzugang nach drei Urheberrechtsverstößen zu entziehen. Die Provider wären dazu verpflichtet, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen und könnten sich in anderem Fall sogar selbst strafbar machen. ACTA hätte zur Folge, dass sogar private oder gar vertrauliche E-Mails hinsichtlich ihres Inhalts kontrolliert werden müssten. Bilder oder Tondateien, auch wenn diese selbst erzeugt wurden, könnten nicht mehr mit ruhigem Gewissen per E-Mail verschickt werden. Überdies wäre eine Nutzung von Anonymisierungsdiensten wie Tor oder P2P-Netzwerken nach Artikel 27 Absatz 6a illegalisiert, da dies schon als Vorbereitung zu einer Straftat gelten kann. Doch nicht nur digitale Medien sind von den Bestimmungen in ACTA betroffen. Auch beim Vertrieb von lebenswichtigen Medikamenten nimmt ACTA massive Eingriffe vor. ACTA schützt die Idee eines Produktes, was bedeutet, dass Medikamente mit der gleichen Wirkung, sogenannte Generika, verboten werden könnten. Der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zufolge könnte das geplante Abkommen Generika aus Indien zusätzlich betreffen. Das asiatische Land liefert als sogenannte Apotheke der Armen 80% der HIV-Medikamente, die unter anderem in Afrika eingesetzt werden. Ein weiterer Dorn in unserem Auge ist die mit 1. April 2012 in Österreich geplante Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung bedeutet für jeden Bürger, dass sämtliche Verbindungs- und Standortdaten von Telefon, Handy und Internet protokolliert und 6 Monate lang archiviert werden. Behörden können jederzeit überprüfen, mit wem eine bestimmte Person zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort telefoniert hat. Dies gilt gleichermaßen für jegliche Aktivitäten, für die eine Internetverbindung erforderlich ist. Das Innenministerium begründet das Vorhaben damit, Terrorismusprävention betreiben und ein weiteres Hilfsmittel bei der Aufklärung von Verbrechen zur Verfügung haben zu wollen.
Was die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung nicht sehen wollen, ist, dass die VDS erwiesenermaßen nicht zur Senkung der Kriminalitätsrate oder Terrorismusbekämpfung beitragen wird. Da jemand, der vorhat, illegal aktiv zu werden, Vorgehungen trifft, eine Ausforschung zu verhindern. Zudem sind Daten, die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung gesammelt werden, leicht manipulierbar, da die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen werden. Wenn es Kriminelle darauf anlegen, können Verbrechen problemlos und bescholtenen Personen in die Schuhe geschoben werden. Abschließend stellt die VDS einen enormen Eingriff in die Pressefreiheit dar. Kritische Journalisten könnten durch die Behörden verfolgt, Informanten ausfindig gemacht werden. Die Ironie daran, jeder einzelne österreichische Staatsbürger bezahlt diesen Überwachungswahn mit Steuergeldern oder Gebühren. Setze ein Zeichen, unterschreibe die Bürgerinitiative unter www.zeichnemit.at und verhindere einen Überwachungsstaat. Gegen ACTA, gegen VDS, für eure Privatsphäre und Freiheit. Ihr seid nicht allein. We are anonymous. Die Piraten und alle anderen Menschen, es geht noch weiter. Die Piraten machen nicht nur Politik, wir machen auch Party. Wir fahren jetzt weiter in den Sigmund-Freud-Park zum Tanzen. Tanzen braucht freie Musik. Stopp, ACTA! Und jetzt...